Was geht YouTube? Ich bin's wieder. Infinity Let's Play. Ja, aus dem sonnigen Abu Dhabi. Guckt ihr euch mal die Kulisse an. Ja, das Bild habt ihr schon mal gesehen. Durch die Roomtour. Aber ich bin hier gerade auf dem Balkon. Chill noch ein bisschen, bevor ich zum Strand gehe. Schaut doch mal euch hier diese Kulisse an. Schon mal richtig Bombe. Guckt es euch an, ey. Das ist so. Das ist doch traumhaft, oder? Da lebt man doch in einem anderen Film oder was weiß ich, aber das kennt man doch nur in Bildern. Und ganz ehrlich, ich hab Bock, um mit euch einen Real Talk ein bisschen zu führen über hier, über Abu Dhabi. Wir haben richtig viel Programm noch auf dem Weg. Also, es geht erstens nach Ferrari World morgen. Also, da bin ich echt mal gespannt. Ferrari World mit Rennstrecke dazu. Also, Yas Marinas Circuit. Ihr wisst Bescheid, alle Formel 1-Fans wissen Bescheid. Da sehen wir dann die Rennstrecke und dann noch das Ferrari World. Ich hoffe, da können wir auch schön gut vloggen, dass wir halt auch ein bisschen was Einblick sehen. Und dann natürlich haben wir dann eine richtig gute Stadtrundfahrt mit allem drum und dran, dass man ein bisschen was über Abu Dhabi erfährt und alles haben wir auch. Das wäre am Mittwoch. Und am Donnerstag ist dann, ja, denke ich mal, der Wasserpark dran von Abu Dhabi. Wenn so ein Kombi-Ticket mit Ferrari World und Wasserpark, und das ist ein Ticket, das ist sehr geil, nur über 2 Tage verteilt, kannst einfach auch den Tag, jetzt morgen gehen wir zum Ferrari World und Rennstrecke. Und mit dem Wasserpark kannst du das dann verbinden. Und der Wasserpark, den macht man dann am anderen Tag. Voll geil. Also wir haben richtig viel noch zu tun. Und dann haben wir noch auch Relax-Tage natürlich am Strand. Richtig geil, Alter. Das Meer, Bombe. Nur halt viel Salzgehalt. Also man kann halt leider nicht schnorcheln gehen. Das ist halt einfach schade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich richtig wohl hier. Ich würde da gerne nicht weggehen, aber wenn ich meine Familie und meine Freunde natürlich in Deutschland wieder höre und so, das ist natürlich wieder ein schönes Gefühl. Aber der Urlaub, der gefällt mir richtig gut. Also mir so wunderschön. Kollege ist gerade drin im Zimmer, ich bin hier draußen. Tu mir noch ein bisschen diese Atmosphäre genieße und ein bisschen runterkommen und dann geht's dann zum Mittagessen und Schwimmen natürlich. Und das ist ja auch die Hauptsache. Bin ja schon angekleidet wie im Sommer. Ja, so kann man das ja auch sagen. Aber wie gesagt, Leute, Infinity Let's Play ist ja auch nicht ausgestorben wegen den Livestreams oder sowas. Ich bin natürlich am Livestreamen am 18.12. wieder pünktlich mit den Squad Battles unterwegs. Also Leute, vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und ein Abo da zu lassen. Ich chill hier voll und rede mit euch. Das ist so geil. Das ist Feeling hier. Kann man natürlich aktuell in Deutschland nicht erwarten. Ja, ist halt so, aber wir haben halt ein gutes Zeitfenster erwischt, dass wir halt auch noch vor Weihnachten natürlich wieder zu Hause sind. Und wie gesagt, ich bin auch richtig stolz darauf, dass ich schon vieles gehört habe, dass meine Kollegen so machen und alles, dass es denen gut geht und alles. Das ist richtig gut, also in Deutschland. Das finde ich richtig schön. Auch wie zum Beispiel Patty. Grüße an Amok Styler 88.
weißt Bescheid. Könnt ihr gerne abonnieren. Support ist kein Mord. Macht gern und ich habe gehört, dem geht's alles super und so. Ich hab mit ihm geschrieben, alles perfekt. Kontakt bleibt natürlich, auch nur weil wir im Urlaub sind, wird da nichts anderes sich ändern. Unser Projekt läuft immer noch, Squad Battles. Werde ich mich auch wieder freuen, wenn ich wieder öfters mit ihm wieder zocken kann. Ich werde meine Leute auf jeden Fall vermissen. Drake, André, Jenny und wie sie auch alle heißen. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, es tut mir leid dafür. Wie gesagt, aber ich glaube, ich habe keinen vergessen. Und Nico kommt auch noch dazu. Aber ich meine jetzt halt auch von den Livestreamer. Nico livestreamt leider noch nicht, aber ich würde mich freuen, wenn er mal anfängt. Wäre auch cool. Und ich chill hier da richtig am Balkon hier. Und lasst mir es gut gehen. Werde jetzt auch gleich Mittagessen machen. Danach werde ich dann an den Strand gehen und mal mich freuen lassen. Boah, die Farbe habe ich halt noch nicht so bekommen. Ach, die kommt bestimmt noch, am Bühne schon noch. Ist ja auch erstmal dann. Ab Donnerstag ist es dann eine Woche, wo wir dann in Abu Dhabi sind. Schon, wie schnell, gell? Eigentlich schon. Aber, naja, seht ihr mal her. Ich chill hier am Balkon, einen schönen Ausblick. Ja. Gestern war wieder Feuerwerk. Wegen Nationalfeiertag, ich glaube, das waren 3 Tage oder sowas. Ich glaube, am Freitag war Feuerwerk, habe ich gehört. Am Samstag war richtiges Feuerwerk, also da war alles. War auch Flugshow, alles schön drum und dran. Und am Sonntag war auch wieder Feuerwerk. Also, ich weiß nicht, übers Wochenende haben die das alles sich verteilt gehabt. Und ich glaube, heute ist aber, glaube ich, gar nichts mehr. Da ist wieder alles normal. Ich will jetzt nichts beschwören, es kann auch sein, dass es heute Abend wieder abgeht. Keine Ahnung, wie lange die das machen. Aber es sind 46 Jahre geworden, also die Emirate, dass ihr Bescheid wisst. Und es wurde alles hier gemacht, in Abu Dhabi. Und komischerweise habe ich jetzt gehört, und so rausgehört, dass Abu Dhabi jetzt auch die Hauptstadt von der Vereinigten Arabischen Emirate ist. Keine Ahnung, ob das stimmt, habe ich vom Reiseveranstalter gehört von uns. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vielleicht weiß er das selber auch. Ne? Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr mal die Zeit habt, könnt ihr gerne mal auch rüberfliegen. 2 Wochen lohnt sich auf jeden Fall, all inclusive. Und da ist da alles dabei. Schön drum und dran, also kann ich euch empfehlen. Ich habe ja die Hotelanlage im letzten Vlog ja gezeigt. War eigentlich eine richtig geile Location, also ich finde es richtig geil. Und so viel Vlog-Material, wie ich in letzter Zeit raushaue, das habe ich schon lange nicht mehr. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Und dann kommen natürlich noch mehr Vlogs. Und ihr wisst Bescheid, Ferrari World, Wasserpark, alles drum und dran, ob ich da gut vloggen kann. Hoffe ich auch. Also, haut rein. Und das war mal ein bisschen ein kleiner Retalk hier in Abu Dhabi. Mir gefällt das wirklich richtig schön und gut. Also die Leute sind auch voll nett hier. Ja, man versteht sich auch sehr gut. Ja, und ja, wie gesagt, ich habe auch viele Deutsche getroffen. Ja, auch richtig coole, nette Leute. Also deshalb. Ich fühle mich hier voll wohl. Also lasst auf jeden Fall ein Like da, Abo nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat. Wir sehen uns beim nächsten Video, Livestream oder Vlog. Bis dann und ciao, euer Infinity Let's Play. Ciao.